Das ist halt schon nice. Aber er kriegt nicht die XP, oder? Oder ist das dann quasi auch wie eine XP-Farm? So? Oh Gott, okay, da wird man immer direkt eingesaugt, warte mal. Also muss die Druckplatte ausgelöst werden? Achso, okay, muss nicht ausgelöst werden. So oder was? Huch! Ich glaube, ich guck mir das Tutorial einfach mal an, weil ich verstehe gar nicht, was ist. Hä? Was war das? Ach, das war die Farm für Zuckerrohr, okay. Ich habe diese Technik bis heute nicht geschnallt, macht dir nichts draus. Keine Ahnung. Ich hatte das bei dieser Keramikfarm oder was das war, oder Betonfarm auch nicht so ganz kapiert erst, aber dann habe ich es auch hingekriegt. Aber wie gesagt, ich gucke mir das auf YouTube einfach mal an. Du farmst jetzt aber für Erik, oder? Ja, natürlich, ich wollte es ja nochmal ausprobieren. Die hören sich schon, als wenn die direkt hier wären. Alter Schwede. Angel auf die Druckplatte auswerfen und damit dem Fadenkreuz auf den Notenblock und Maustaste gedrückt halten. Welche Maustaste? Die rechte, logischerweise, meinst du, ne? Das Lager. Wie komme ich denn ins Lager? Ist das auch hier unten? Okay. Da drüben ist Wilkewurst gewesen. Ach, die rechte Tür, oder was? Nee. Anderer Keller, okay. Dieses Haus ist sehr verwirrend. Und der andere Keller ist... hier? Ah, okay. Wow. Alter. Puh. Was? Das ist ja heftig. Tools, was hat er denn so? Okay, der Erik hat... Wie viele Stunden hat der Erik hier gespielt?
Hab nichts gemacht. Es tut mir leid. Ich hasse das mit den Fackeln, ne? Ich hab nichts gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ja, sicher. Alles klar. Ist schon klar, Digga. Ja, genau. Ja, ja. Es ist der typische Erik halt einfach. Es ist der typische Erik. Es ist der typische Erik. Hat er denn nur so Schönes? Ich hatte irgendwas doppelt. Oh, Haltbarkeit 3. Ich meine ja nur. Effizienz 4. Okay. Haltbarkeit 3. Nice, nice. Ja, ist schon cool. Alter, Haltbarkeit 3 und Effizienz 3. Wow. Viel Erfolg. Stärke 4, Haltbarkeit 3. Alter Vater. So, und hier geht's ein Wasserfall schon nach unten. Aber wo? Das ist Lava, das ist nicht so gut. Das sieht wie Wasser aus. Zwischen den Pillager-Flaggen. Ach, da vorne. Was ist falsch mit diesem Mann? Das mit der Lampe da hinten ist mein Highlight. Ganz ehrlich, die Lampe da hinten ist cool. Das ist das Coolste. Aber mega. Also wirklich mega. Au. Oh. Geht's da unten auch noch weiter? Ich frag nur so. Okay, das mit den Kisten ist auch eine saugute Idee, ne? Muss ich an dieser Stelle mal sagen. Das mit den Kisten ist wirklich eine saugute Idee. Die so reinzustopfen. Das ist wirklich eine super Idee, muss ich sagen. Krass. Ja, Respekt, ne? Aber gut, das ist bei Erik. Hey Bob, hat er dich eingesperrt? Ja, ich weiß, du bist aggressiv. Das ist voll in Ordnung, Bruder. Ich weiß. Und irgendwann wird er dich da oben zum Lager holen und wird dich da einfach runterschubsen. Wir kennen das doch. Bob, ich kenne das. Ich kenne die Leidensgeschichten. Der alte Mann ist geisteskrank. Der alte Mann ist geisteskrank. Hier, Bob. Für dich. Teil's dir ein. Soll ich das eigentlich auslassen wegen Stromrechnung? Oder soll ich das anlassen? Hast du schon den Rollstuhl am Lavabecken gesehen? Was für ein Lavabecken? Was für ein Lavabecken? Ich weiß ja, der Schalter war halt an, als ich gerade hier runterkam. Deswegen frage ich, ob ich ihn anlassen oder ausmachen soll.
Ganz runter, okay, wir gehen nochmal ganz runter. Ah, ich mach das Licht wieder an, warte. Egal, was der Typ mir immer vorgeworfen hat. Egal, was der mir immer vorgeworfen hat. Was ich gemacht hätte. Was ich gemacht habe. Whatever. Er. Und das wird für immer so bleiben. Er ist der kranke Bastard. Nicht ich. Ich sperre keine Schafe hinter Glaswänden ein. Ich nicht. Ich nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es nur gesagt haben. Das ist krank. So, ich habe Angst. Also, ihr sagt, es geht noch weiter runter. Oh Gott. Nö, geht's nicht. Okay. Tschüssi. Ich dachte schon. Ich bin hier nicht krank oder so. Ich bin's diesmal nicht. Guckt ihn euch an. Was der da unten gebaut hat. Das ist krank. Das macht mich fast ein bisschen traurig. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Nein? Bruder. Lustig finde ich das jetzt nicht. Schatzi. Wie komme ich hier weg? Ah, hier. Tschüss. Ja, hoffentlich ist Mob-Briefing aus. Ich gehe. Ich habe Angst, den zu töten. Scheiße. So, ich gehe mal schnell von dem Haus hier weg, weil wenn hier irgendwas explodiert oder kaputt geht, ich will da nicht schuld sein. Ah. So. Schnell weg hier. Puh. Schilder gehen dann kaputt. Ja, wie gesagt. Ich gehe lieber. Der Erik kann, wenn er sich das nächste Mal einloggt, ihr könnt dem Erik ja Bescheid sagen, dass wenn er sich das nächste Mal einloggt, soll er aufpassen, dass er halt so einen Creeper-Man bei sich eine Butze da hat. Und soll gucken, ob das Mob-Griefing halt aus ist. Ja. Auf jeden Fall mal checken. Aber ich wollte jetzt nicht gegen fighten. Ich hätte ihn jetzt auch weggemacht oder so, versucht zumindest, aber ich... Nein. Es würde irgendwas Dummes passieren. Wahrscheinlich klemmt meine rechte Maustaste dann, wenn ich mit dem Bogen drauf schieße oder so. Ja. Weißt du Bescheid. So, ich gehe jetzt mal hier rein, mach schon mal alles aus. Also ich bleib hier, ne? Ich bin hier für euch, aber ich mach mal alles aus. Ich würde das nämlich gerne aufnehmen. Pass auf. Webcam aus. Was los? Was willst du während des Spielens? Halt dein Schnauze, Digga. Was? Ich verschiebe ihre Benachrichtigungen in das Infocenter. Bis sie den Vollbildmodus verlassen. Seit wann spricht mein Computer in Ich-Form mit mir? Hä? Was soll das? Was ist los mit dem? So, warte, dann das machen wir aus, das machen wir aus, das machen wir aus. 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 So. Dann machen wir den hier. Okay. Und dann, fahren wir los, würde ich sagen. Let's go. Achso, ich mach mal die Musik vielleicht noch aus. Halt. So, die machen wir noch aus. So, okay. Na dann, fahren wir mal. Mal gucken, wo wir rauskommen. Dudel.
Für alle, die sich fragen, was ich hier gerade mache. Ich möchte einen neuen Pausenscreen aufnehmen und die Strecke von Erik. Die Strecke von Erik nach hier, beziehungsweise nach mir, also zurück zu Hause, zur Modzentrale, ist die prädestinierte dafür. Muss man einfach sagen. Das ist die prädestinierte Strecke, um sowas aufzunehmen. Ich habe Erik nichts gepetzt, nein, nein. Ja gut, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wenn du was willst, komm her. Nein, er soll halt nur aufpassen, wenn er das nächste Mal einloggt. Nicht, dass er das ausmacht, weil er denkt, oh, ich farm jetzt ein bisschen oder so. Er soll halt gucken. Ja. Unten das Kart hat man gesehen. Ja. Machen wir weg. Hast du Timmys Gedenkstätte gesehen? Nein. Die Schafe im Keller, die eingesperrten Schafe, haben mir gereicht. Vollkommen. Wirklich. Das hat mein Leben schon wieder zerstört. Mental zumindest. Bin ich dadurch wieder gebrochen. Die Schafe sind artgerecht verstaut, das glaubst du doch selber nicht. Ich habe da kein Fressen gesehen. Oder habt ihr da irgendwo einen Druck gesehen, wo Essen war? Ich habe da nichts gesehen. Krank. Na, no, das ist krank. Der ist doch krank. Siehst du, der ist doch krank. Das passt. Das passt einfach. Vielleicht solltet ihr eine Verbindung über Neta schaffen, da sind die Entfernungen nur ein Achtel der Overworld. Ja, das kann sein, aber es ist nicht so cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das mit den Bahnstrecken eigentlich ganz nice. Noch geiler wäre natürlich, wenn die Bahn hier irgendwann mal oben rausgehen würde und würde ein bisschen durch die Natur fahren und dann wieder unten reingehen würde. Das wäre geil. Ausbau war geplant, aber das ist so viel. Ja, das ist doch aber für Erik, ist das doch kein Problem. Pan, hold my wine. Oh, Hashtag hold my wine. Oh, einmal hier runter. Hui. Und weiter geht's. Bellator, vielen, vielen Dank für 2 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hui. Flop, 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 flop. Und weiter geht's. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, ich habe die Züge in Red Dead Redemption gesprochen. Da hing ein Schild. Oh, wir sind schon da. Lol. Das ging jetzt irgendwie doch schneller als erwartet. Na gut, das kann man bestimmt irgendwie loopen. Das geht. Das geht, das kriegen wir hin. Das Ding ist 8 Minuten. Echt? Wow.
krasse Scheiße. Okay, warte, ich mach die Cam. Weil das müsste ich alles hier drüber machen können, oder? Warte mal, Cam. Das. Das. Und das. Ja, geil. Das waren gerade keine 8 Minuten. Ich glaube auch nicht. Aber wie gesagt, da findet man irgendwie eine Ecke, wo man das loopen kann. Das kriegt man bestimmt hin. Papa Bo 01, Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Das kriegt man irgendwie hin. So. Und die nächsten 4 Minuten. Nein, nicht ganz. Es waren 5 Minuten. Zusammenschneiden. Ja, das geht schon irgendwie. Weil wenn du so 10 Minuten kriegst oder so, 10 Minuten wäre das schon perfekt. Das geht. Ja, wie gesagt, XP hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Aber, naja, macht ja nichts. Hui. Loop von der Ecke, wo man rumfährt. Tobi sich mit dem Loopen so. Ich habe auf das Pferd ehrlich gesagt nicht geachtet, bin ich ganz ehrlich zu dir. Mir ging es aber auch ehrlich, ich habe noch nicht auf das Pferd geachtet. Ach ja, die Musik. Ich habe auch nicht auf das Pferd geachtet. Sondern ich habe ehrlich gesagt nur auf die Dings geachtet. Auf die Mühle. Weil ich die halt so cool fand. Für die Angelfahren musst du die Maus exakt pixelgenau stillhalten. Okay. Gibt es da irgendeinen Trick? Kann man irgendwas auf die Maus legen, damit man nicht selbst drücken muss? Hier haben wir noch ein paar XP, aber so wirklich viel ist das halt auch nicht mehr. Können wir noch Fisch rausholen? Wir haben doch noch ein bisschen Fisch hier, oder? Guck mal, den können wir da noch reinballern. Zack. Haben wir hier noch mehr Fisch? Ah, das ist so Minimalkram einfach nur. Das bringt halt einfach irgendwie nichts. Ach, den Kugelfisch. Okay, den kann man gar nicht brutzeln. Okay, ich verstehe. Maus kurz ausstecken, dann bleibt die Maustaste getriggert. Alter, wie krank ist das? Ich habe immer Rechtsklick auf Tastatur 0 auf Numpad umgelegt und stecke eine Karte, sodass sie immer unten gehalten wird. Alter, was ist das? Alter, wie krank seid ihr alle drauf, bitte? Unglaublich einfach, ey. Ich gehe mal da hinten noch ein paar Bäume wegklatschen. Wir brauchen den Platz, den Nixern. Ich glaube, Erik packt eine Tasse auf die Maus. Oh Gott, ey. Kranke Scheiße. Angelfarm anschmeißen, mit F3 und T Texturen neu laden. Während des Neuladens raustabben, rechte Maustaste bleibt gedrückt. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist echt nicht euer Ernst. Alter Schwede. Nicht mehr normal, ey. Nicht mehr normal. Das Programm Autoklicker verwenden. Alter. Seifes! Digga, vielen, vielen Dank. Seifes, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deinen Host. Dankeschön für deinen Horst. Vielen, vielen Dank. Und alle, die von Cyphers rüberkommen, hallo und herzlich willkommen. Ich mache zwar auch gleich Feierabend, aber kurz im Moment zockt man noch. Hier mal ein paar Bäume wegmachen. Das passt ganz gut. Dann haben wir auch ein bisschen Holz wieder. Alter Schwede. Viel Spaß mit Horst. Dankeschön. Ich hasse diese Bäume eigentlich, ne? Weil die Bäume sind immer genau einen zu groß. Ich habe immer versucht, manuell hinzubekommen. Ja, ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie manuell probiert. Aber du. Ja. Bei Erik und seinen Zuschauern, ganz ehrlich,
Ich traue denen alles zu. So ein ganz kleines bisschen cheaten ist das ja eigentlich schon. Also wenn man jetzt wirklich hergeht und irgendwie und nutzt jetzt irgendwie dieses raustabben und das ist halt Exploiting, ne? Das ist halt Exploit nutzen. Da gebe ich dir schon recht, absolut. Aber ja, mein Gott. Weiß halt, wie es ist, ne? Weiß ja, wie es ist. Moonmoth, auch an dich ein ganz liebes Dankeschön für deinen Host. So rum. Vielen, vielen Dank. Interagieren mit den Möglichkeiten? Ja, solange du nicht anfängst, irgendwie was auf die Maustaste zu legen, um dauerhaft zu farmen, dann ja. Dann finde ich es auch schon wieder, weil du ja nicht selbst spielst. Verstehst du? Ich meine, wenn es geht, ist ja easy, ne? Ist ja kein Ding. Aber es ist halt schon, weiß ich nicht. Das hat ja mit Selbstspielen nichts mehr zu tun. Bots nutzen ist auch Cheaten. Darum geht's ja bei der Farm. Ja, wie gesagt, ich meine, das ist ja jetzt nichts mega Schlimmes. Aber es ist halt schon, ne, so. Lucky, vielen, vielen Dank für 4 Monate. Dankeschön. Liebe geht raus. Ich muss sagen, mir gefällt die Brücke. Wirklich, mir gefällt die Brücke sehr, sehr gut. Booster hat morgen Vorstellungsgespräch um 8. Oh, dann aber mal ab in die Pofe, Junge. Was ist los mit dir? Wieso bist du denn auch hier? Ich muss sagen, die Brücke gefällt mir. Ich bin froh, dass wir endlich mal eine Brücke hier gebaut haben. Wahrscheinlich, klar, geht natürlich immer besser. Ihr wisst das ja. Es geht immer besser. Es geht immer besser auf irgendeine Art und Weise. Aber ich finde, dafür, dass wir die im Grunde genommen heute einfach mal so hochgezogen haben, wenn du so möchtest, ich finde die cool. Haben wir gut gemacht. Du Arsch. Was willst du jetzt? Spacken, Alter. Kommt der mich da von der Seite so doof an. Wollt ihr noch einen Chili-Mann-Song mit uns anschauen? Das machen wir jetzt gleich. Das machen wir jetzt gleich. Ich wollte hier nochmal gerade ganz kurz gucken. Die Bäume hier noch wegmachen. Der letzte Rest vom Schützefest. Wenn wir das hinkriegen. Das Problem ist, ich kann bei meinem OBS manchmal die Bildschirmaufnahme nicht machen. Der nimmt die manchmal nicht. Dann muss ich OBS neu starten und das mache ich jetzt nicht dann. Dementsprechend gucken wir mal. Ansonsten ziehen wir uns den Song einfach auf Spotify rein. Da wird es den ja auch schon geben, denke ich. Squall, alles gut, Squall. Ich weiß. Ich hätte es wahrscheinlich auch wieder vergessen. Man kennt es ja. Warum heißt du eigentlich noch Eisentools? Ja, wir könnten mittlerweile umswitchen auf Diamant, aber wenn ich Diamant habe, will ich das auch direkt schon verzaubert haben. Und das Problem ist, so gute Sachen zu verzaubern haben wir noch nicht. Das mit dem Angeln ist cool. Da kann man vielleicht mal versuchen, noch ein bisschen was rauszuholen. Aber ansonsten bin ich ganz ehrlich, wenn wir Diamant nutzen, möchte ich es auch erst verzaubern, bevor wir es richtig nutzen dann. Ich habe das Gefühl, der Inventar ist sehr voll. Nee. Also ich weiß ja nicht, wo du hinguckst, aber nee, sehe ich nicht. Sehe ich halt absolut nicht so. Weiß ja auch nicht, was du meinst. Das Video dazu ist recht witzig. Okay, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal, was macht. So, mal kurz hier noch die Dings. 30 Stück, Alter. 30 neue Bäume sind das, theoretisch gesehen. Nice. Wir machen die Axt noch eben schnell platt. Das sollten wir hier eigentlich noch hinkriegen und dann unter Mama Feierabend, Leute. Minecraft ist Inventar generell immer leer. Na, du Spacken. Auf den Moment hat er doch einen ganzen Tag gewartet. Hat er. Bleib
Schreibt er da unten jetzt oder was macht er da? Tobi will auf Minecraft? Du. Also bis jetzt flüssig. Bis jetzt flüssig. Bis jetzt läuft. Den Baum müssen wir jetzt noch wegmachen. Dope hat den Mobot als Subscription gegiftet. Dope, vielen Dank. Den Nightbot, Entschuldigung. Und jetzt auch den Mobot. Der Dope, der alte Verrückte, ey. Vielen, vielen Dank, Dope. Dankeschön. Im Namen von Mobot und Nightbot, die freuen sich da auch drüber. Die können dir ihre Freude nicht so zeigen. Die sind halt ein bisschen schüchtern, aber die freuen sich auch. Tief im Inneren freuen die sich. Wirklich. So, ich mache hier gerade noch mal kurz eine Einsammelrunde. So, wie viel sind das? Alter, 45 neue Bäume. Yes, baby. Yes, baby. Hier noch mehr. Oh ja. 54 neue Bäume. Was los? Was geht? Müssen wir noch mal gucken, wo wir dann demnächst aufforsten. Hier wird dann wahrscheinlich ein bisschen eng werden. Aber wir werden schon irgendwo eine Möglichkeit finden. Nice. Und ein bisschen Holz aber auch. Hammermäßig. Darf nicht mehr, hab's von Gronkh untersagt bekommen. So, wann hört man denn, was Gronkh sagt? Hä? So, wann hört man denn auf den? Verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Käsebrot, Dankeschön für 11 Monate und Archangel hatten wir ja gesagt, heißt das. 117, Dankeschön für deinen neuen Sub, 24,99. Einen fetten Tier 3 Sub, was ist los mit denen? Was ist los mit dir? Aber Archangel, hast du nicht vorhin auch schon, bist du nicht vorhin auch schon so eskaliert? Mit verschiedenen Dingen? Ich meine, da war irgendwas. Ist das dein zweiter Account? Weiß ich nicht. Eragon Boromsen hat Stream Elements. Stream Elements als Sub gegiftet. Bescheuert. Schön. So, dann drüben leert sich langsam das Gehöft. Das ist gut, das ist gut. Da können wir dann unsere wunderschönen Tiergehege bauen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. So, Freunde. Auf YouTube auf jeden Fall bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, jeden Dienstag streamen wir Minecraft live auf Twitch. Das Problem ist, wenn ihr diese Folge seht, ist der Stream wahrscheinlich schon um die 20 Tage alt. Nach der Aufnahmesession wahrscheinlich 25, 26 Tage alt. Das heißt also, das ist nicht ganz aktuell. Das ist so ein kleines Problem. Aber wie gesagt, das gilt trotzdem, also so gut wie jeden Dienstag eigentlich streamen wir Minecraft. Also wenn ihr Bock habt, seid ihr gerne mal dabei. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, dann sind wir auch beim nächsten Mal wieder am Start. Ne? Macht's gut, bis dann und tschüss.